Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Sommergrippe. Welche Ursachen und Anzeichen sie hat und wie du einer Sommergrippe vorbeugen kannst. Kennst du das? Draußen ist es warm und du merkst, wie sich eine Erkältung in deinem Körper einschleicht. Kaum zu glauben, aber das passiert leider sehr schnell. Gerade im Sommer sind wir unvorsichtig und damit sehr anfällig für eine sogenannte Sommergrippe. Bei einer Sommergrippe handelt es sich um eine Infektion mit Viren, ähnlich einer Erkältung im Winter. Allerdings sind wir im Sommer viel unvorsichtiger und manche Grippe ist selbst verschuldet. Denn wenn uns warm ist bzw. der Körper verschwitzt ist, möchten wir abkühlen. Sei es durch die Klimaanlage, das geöffnete Autofenster bzw. allgemeine Zugluft. Leider sorgen wir damit dafür, dass unsere Schleimhäute austrocknen und so können sie nicht richtig funktionieren. Was ein Nährboden für eine Sommergrippe ist. Es kann aber auch daran liegen, dass wir nicht ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen oder uns zu lange in der Sonne aufhalten. Das schwächt aber unser Immunsystem und macht uns viel anfälliger für Viren. Diese Viren attackieren die geschwächten Schleimhäute im Körper und du wirst dich dadurch krank und auch schlapp fühlen. Meist kündigt sich eine solche Grippe mit einem unangenehmen Kratzen im Hals an. Weitere Anzeichen für eine Sommergrippe sind: Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, oftmals auch Erbrechen mit Magenschmerzen und Durchfall. Bist du erstmal betroffen, gilt als oberstes Gebot Ruhe, Ruhe, Ruhe. Überfordere deinen Körper nicht und ruhe dich ausreichend aus. Vitamin C, Zink und auch Magnesium helfen dir, dein Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen. Und auch eine Salzspülung der Nase desinfiziert und beruhigt die Schleimhäute. Ist nicht ganz angenehm, aber trotzdem sehr hilfreich. Aber was kannst du tun, um einer Sommergrippe vorzubeugen? Viel trinken, am besten 2 bis 3 Liter pro Tag, aber nicht zu kalte Getränke. Versorge dich ausreichend mit Vitaminen, am besten Vitamin C, was zum Beispiel stark konzentriert in Zitronen, Äpfeln, Kiwis, Grapefruit oder auch Paprika enthalten ist. Am besten morgens ein Glas Zitronenwasser oder auch ein Glas Ingwerwasser trinken. Das stärkt dein Immunsystem. Vermeide Zugluft und zu kalte Klimaanlagen, gerade wenn du etwas durchgeschwitzt bist. Vermeide zu viel direkte Sonneneinstrahlung, denn das schwächt die Abwehrkräfte. In Maßen sich an der frischen Luft zu bewegen, wiederum füllt dein Vitamin-D-Speicher auf und hilft dir, gegen Infekte anzukämpfen. Nach dem Schwimmen raus aus den Badeklamotten. Vermeide auch durchgeschwitzte Kleidung und ziehe dich besser schnell um. Es ist wirklich unangenehm, im Sommer im Bett zu liegen, wenn man sich doch lieber in der freien Natur aufhalten möchte. Deshalb provoziere eine solche Grippe nicht. Wie beschrieben, kannst du mit einfachen Mitteln einer solchen Grippe vorbeugen. Eine solche Grippe ist normalerweise in ein paar Tagen ausgestanden. Sollten die Symptome dennoch länger anhalten, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen, denn es können auch andere Ursachen vorliegen. Es kann sich um eine richtige Grippe, sprich Influenza, handeln, aber auch durch einen manchmal unbemerkten Zeckenbiss hervorgerufen werden. Da sollte dann wirklich ein Arzt besser mal drauf gucken. Bitte bleibt gesund! Danke fürs Zusehen! Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst. Mhm.